Hallo, mein Name ist Peter Wohleben und ich möchte mich mal zu dem Forstwirtschaftsplan der Stadt Leipzig äußern. Ich bin übrigens gerade vor dem Start der Sendung ZIP, deswegen sitze ich hier schon im Vorraum. Ja, also die Diskussion finde ich erschreckend. Also, dass dort fast Konsens herrscht, dass man ein altes Ökosystem zerstören muss durch Holzeinschlag oder zumindest stark schwächen muss, um angeblich die Artenvielfalt zu erhalten. Dazu muss man wissen, die Artenvielfalt unserer Wälder ist gar nicht bekannt. Also nach Experteneinschätzungen, wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten mal umgehört bei verschiedenen Wissenschaftlern, sind vielleicht 10 bis 20% aller Arten überhaupt entdeckt. Also viele Kleinstlebewesen kennt man gar nicht und das dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Also jeder, der behauptet, er kann die Artenvielfalt erhöhen, flunkert, mal vorsichtig ausgedrückt, denn dazu müsste man ja quantitativ wissen, welche Arten man hat. Und dann kann man hinterher sagen, habe ich mehr oder weniger. Aber ich kann nicht alte Bäume abhacken und sagen, ich erhöhe die Artenvielfalt. Beziehungsweise ich kann es sagen, aber das ist unseriös. Ich kriege mehr wärmeliebende Arten rein. Das kann ich sagen. Ich kriege eine Artenverschiebung. Das wäre seriös. Aber Waldarten sind nicht wärmeliebend. Und wenn man dann sagt, wir müssen agieren, wir müssen pflanzen, wir müssen die Natur manipulieren, die schafft das gar nicht selber, dann ist das größenwahnsinnig. Das macht Waldnatur seit über 300 Millionen Jahren ohne Eingriffe. Und was unsere Eingriffe bewirken, sehen wir ja überall. Ne? Und wenn man Patienten so weit schwächt, also den Patient Wald, dass man hinterher sagt, der kommt nur noch mit unserer Hilfe auf die Krücke. Dann muss ich sagen, das hat so ein bisschen was dass man den Patienten künstlich schwach hält, um seine Eingriffe zu rechtfertigen. Also nochmal, die Argumente, die vorgetragen werden, übrigens auch vom Umweltbürgermeister, der dann sagt, es sei eine Unterstellung, dass Wald klimaanfälliger wird oder dass Wald sich erwärmt durch Fällungen, da muss man sagen, das ist keine Unterstellung, das ist bewiesen, das sind Forschungen, die müsste man nur mal lesen. Also mich erschreckt das alles sehr und ich finde es sehr, sehr schade, dass solche Pläne besprochen werden. Da wird zwar gesagt, ja, Konsens und wir reden miteinander, bla bla bla, aber Fakt ist, der Wald wird ramponiert oder schwer geschädigt durch solche Maßnahmen. Da nützen alle Diskussionen nichts, wenn man am Ergebnis nichts ändert solcher Verhandlungen. Also nochmal, der Forstwirtschaftsplan, so wie er jetzt verabschiedet worden ist, ist eine Katastrophe. Und dem Wissensstand des 21. Jahrhunderts nicht angemessen.